über Menschen am Rande der Gesellschaft. Mit diesem Ständchen begrüßen die jungen Patienten des CJD Garz die Bundeskanzlerin. Angela Merkel freut's. Engagiert und sozialkritisch, so wünscht sich die Chefin ihre Wähler von morgen. Bereits zur Einweihung des neuen Wohnheims war sie eingeladen worden. Damals konnte sie nicht. Termine. Heute, 2 Jahre später, löst sie ihr Versprechen ein. Weit weg vom politischen Alltag in Berlin sind ihr diese Termine im Wahlkreis sehr wichtig. Ja, ich kenne das christliche Jugenddorf Garz schon seit 1990 und ich wollte mir natürlich noch einmal anschauen, was ist daraus geworden. Und ich bin sehr beeindruckt, wie viele Kinder aus ganz Deutschland hier eine Rehabilitation machen können, wie fröhlich das Klima ist, wie gut mit den Kindern und den Eltern gearbeitet wird. Und ich glaube, man muss immer wieder sehen, solche Stätten sind natürlich unendlich wichtig, damit diejenigen, die auch Schwierigkeiten haben, die krank sind, die ihr Leben nicht so einfach meistern können, gut betreut werden. Und das ist das, was unser Land auch menschlich macht. Und dass ich im Wahlkreis ein solches christliches Jugenddorf habe, das freut mich natürlich sehr. Das christliche Jugenddorfwerk in Garz ist eine von 150 CJD-Einrichtungen deutschlandweit. Auf Rügen werden vor allem Übergewicht, Atemwegs- und Hauterkrankungen kuriert. Aktuell beherbergt die Einrichtung ca. 60 Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren. Das Reha-Zentrum verfügt über 75 Schlafplätze, von denen knapp ein Drittel für Kinder mit Begleitperson vorgesehen ist. Neben der Reha bekommen die Kinder Unterricht in den Fächern Musik, Sport, Politik und Religion. 1991 gegründet, hat sich die Einrichtung in Garz so weit etabliert, dass sogar Kinder aus Süddeutschland anreisen, um hier eine Kur zu machen. Gegen 14 Uhr trifft die Kanzlerin auf dem Gelände ein. Chefarzt Dr. Jens Nielinger und Jugenddorfleiterin Regina Bindernagel begrüßen sie. Immer an ihrer Seite die CDU-Landtagsabgeordneten der Insel, Burkhard Lenz und Udo Timm. Die eigentliche Veranstaltung startet mit einer Tanzeinlage von jugendlichen Heimbewohnern. Anschließend widmet sich die Kanzlerin ausgiebig ihren zukünftigen Wählern. Eine ist besonders angetan. Ein total neues Gefühl und ich freue mich sehr, Sie kennengelernt zu haben und es war sehr, sehr interessant. Nachdem die Autogramm- und Fotostunde zu Ende ist, folgt die Heimbesichtigung. Dr. Nielinger führt die Räumlichkeiten vor. Die Bewohner lassen sich dabei nicht vom prominenten Besuch stören. Danach interne Termine, kein Platz für Kameras. Doch die Jugendlichen geben der Kanzlerin noch eine musikalische Botschaft mit auf den Weg.